Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Ich freue mich sehr, den Dr. Marco Hugentobler aus der Schweiz jetzt hier begrüßen zu dürfen. Und wenn wir ehrlich sind, wären wir jetzt nicht hier zum QGIS-Server-Vortragsblock, wenn der Marco nicht 2006 das Projekt ins Leben gerufen hätte. Da hattest du ein Forschungsprojekt und hast mit der Entwicklung begonnen. Und wir sind jetzt gespannt, was du zu QGIS-Server-Plugins berichten kannst. So gut. Oh, okay, ja, ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich auch, dass es ein Thema ist, QGIS Server, das offensichtlich auch nach den vielen Jahren noch auf großes Interesse stößt. Ja, ich arbeite bei der Firma SourcePool in Zürich. Ich starte mit einer Firmenvorstellung, einer etwas unüblichen Firmenvorstellung. Und zwar dachte ich, es ist ja das Jahr 2024. Da schreibe ich das nicht mehr selber. Im Jahr 2024, da gibt es ja die KI, die kann das für mich machen. Ja. Und weil unsere Firma natürlich richtig gut darin vorkommen soll, habe ich gesagt, GPT, schreibe mir bitte ein Loblied auf die Firma SourcePool. So. Ja. Besonders gut gefällt mir da der Satz, wo wir da in unseren Büros im Rhythmus der Algorithmen herumtanzen. Ah, das ist nicht recht. Ja. So, genug. Genug Spaß und fertig KI. QGIS Server Plugins. Wieso ein Vortrag über QGIS Server Plugins? QGIS Server Plugins sind nicht wirklich neu, es gibt sie seit 2015 und sie sind auch sehr gut dokumentiert. Ich habe da die Links zum Manual und zum Cookbook. Dort steht wirklich fast alles drin, was man wissen muss. Aber mir scheint, die Plugins sind sehr wenig bekannt. Und darum dachte ich, mache ich einen Vortrag, wo ich die Plugins vorstelle. Vielleicht zur Bekanntheit, also Desktop-Plugins in QGIS habe ich da auf dem Repository geschaut und das gibt es über 2000 veröffentlichte Desktop-Plugins, hingegen veröffentlichte Server-Plugins gibt es nur 11 und die Hälfte davon ist etwa, läuft nicht mehr auf QGIS 3 oder ist outdated und so weiter. Darum dachte ich mit einem Vortrag, kann ich das ändern? Wenngleich ich sagen muss, dass halt viele Plugins sehr spezifisch sind und in Wirklichkeit existieren mehr Plugins da draußen, aber sind halt nicht veröffentlicht. Genau, der Vorteil von QGIS Server Plugins, die sind in Python normalerweise geschrieben. Es ist halt sehr gut, man kann spezifische Anforderungen abdecken, die man halt nur in der Firma selber hat. Und ein wesentlicher Vorteil, weshalb ich auch in letzter Zeit viel Python-Plugins für QGIS-Servers mache, ist halt, weil man muss nicht immer auf den nächsten Release warten, man hat die Funktionalität sofort. Und wenn ich jetzt etwas in den Core committen würde, dann geht es dort rein und dann kommt die nächste Version und bis dann die nächste ältere Version kommt, ist dann einige Monate später und so weiter. Darum kann auch dies sehr gut abgedeckt werden. Genau, also QGIS Server Python Plugins sind vom Prinzip her vergleichbar mit den Desktop Plugins. Also QGIS Server ist dann C++ geschrieben mit der Qt Bibliothek und die Python Anbindung geht auch da über dieses PyQt Framework. Als Entwickler kann man das auch ziemlich ähnlich benutzen, also die wesentlichen Unterschiede sind hier. In der metadata.txt-Datei muss man Server gleich true schreiben, weil sonst ignoriert das der Server beim Startup, wenn das nicht steht, genau. Und ein weiterer Unterschied, also im QGIS Desktop Plugin bekommen wir also ein QGIS Interface Objekt, wo man dann Zugriff auf alle wesentlichen Dinge hat im Desktop. Und bei Server Plugins gibt es dieses QGIS Server Interface Objekt, das eine ähnliche Rolle einnimmt, aber natürlich andere Methoden hat. Also zum Beispiel kann das Plugin da über die Methode RequestHandler des Interface-Objektes kann es ein RequestHandler-Objekt anfragen und in diesem RequestHandler-Objekt stehen dann die Anfrageparameter und man kann die Antwort setzen und so weiter. Genau.
Andere wichtige Methoden sind, zum Beispiel kann man die Service Registry, die kann man auch anfragen, das ist, sehen wir dann später, wieso das wichtig sein kann. Wir können einige Objekte registrieren, die wir im Plugin entwickeln, zum Beispiel diese Filtern, sehen wir auch noch später. Ja, und der Access Control ist auch ein Filter und der Server Cache auch. Genau, und da sind wir schon bei den verschiedenen Typen von Server-Plugins, die es gibt. Also generell muss ich noch sagen, wenn man Python mit QGIS Server verwendet, es ist auch möglich, ich spreche jetzt hier nur über die Plugins, es ist aber ohne weiteres auch möglich, die alle QGIS Server-Objekte von Python aus anzusprechen. Das muss nicht unbedingt ein Plugin sein, also man kann zum Beispiel auch einen Flask-Service in Python schreiben und dort die QGIS-Server-Objekte benutzen und dann die machen lassen und die Antwort nehmen und wieder was damit machen. Das ist auch möglich, das wäre dann wie eine Standalone-Applikation. Genau. Jetzt aber zu den Plugins. Da gibt es verschiedene Typen, also die Filter-Plugins, zum Beispiel die Filter-Plugins und der IO-Filter ist wahrscheinlich das häufigste Server-Plugin. Bei den Filter-Plugins, da kriegt das Plugin hat so Einsprungpunkte und die werden dann so im Workflow an verschiedenen Orten werden dann die aufgerufen, dort kann dann der Python-Code benutzt werden. Also beim IO-Filter üblicherweise hat man einen Einsprungspunkt am Anfang, wir kommen noch auf die Details, am Anfang und einen am Schluss und dann kann man so die Anfrage annehmen und kann dort was ändern und wenn die Antwort kommt, der Server seine Arbeit gemacht hat, kann man auch die Antwort noch etwas modifizieren. Das ist der häufigste Typ von Plugin. Dann gibt es da diese Access Control Filter, gehe ich auch noch darauf ein. Da kann man so, wenn man so das mit Zugangsrechten machen muss, kann man das verwenden. Oder wenn man den Cache beeinflussen möchte, dann kann man so ein Cache-Filter-Plugin machen. Weiter wichtiger Typ ist, wenn man einen eigenen Service schreibt, also man macht keine Modifikation für WMS, WFS, WCS und so weiter, sondern man sagt, ich habe einen neuen Service, My Service, und der gibt was zurück, dann kann ich den auch als Plugin schreiben und bei QGIS registrieren dann, beim QGIS Server. Genau, und man kann auch in einem Plugin verschiedene Dinge mischen, also man kann auch in einem Plugin einen Filter definieren und einen Service registrieren, das geht auch. Genau, hier habe ich so ein Schema gemacht, so wenn so ein Workflow des Servers passiert. Da gehe ich vielleicht auf ein beim Filter-IO-Plugin. Also wenn ich ein Filter-IO-Plugin schreibe, dann gibt es diese Einsprungspunkte hier und Request Ready und Send Response und Response Complete. Und das ist jetzt eigentlich die einzige Neuigkeit in meinem Vortrag, ist ab 3.38 gibt es auch ein On Project Ready. Und wir sehen jetzt mal da bei diesem Schema, wo das zum Tragen kommt. Gibt es Ihnen einen Pointer? Oh, okay. Genau, also wir fangen hier mal an. Der QGIS-Server, der läuft üblicherweise als Fast-CGI-Executable, also ist ein Native-Executable und wird meistens von einem Webserver aus angesprochen, also der Apache, was Mod-FCGI startet, selbstständig zum Beispiel eine Anzahl von QGIS-Server-Prozessen und leitet das dann an diesen Server weiter. Genau. Und hier sehen wir, wenn der Server aufstartet, dann initialisiert er zuerst mal da die Python, lädt er die Python-Plugins, die müssen an einem, entweder am Default-Ort abgelegt werden oder man kann es mit der Umgebungsvariable dem QGIS-Server sagen, wo die Python-Plugins sind. Genau. Und hier jetzt, der QGIS-Server, der ist immer am Laufen, aus Performance-Gründen, fast CGI, und wartet dann laufend auf Anfragen an. Das ist der Unterschied zum normalen CGI, wo halt immer bei jedem Aufruf gestartet wird. Das ist viel langsamer. Genau, und jetzt kommt da dieser Request ein vom Client FCGI Accept. Und wir sehen hier, wird zum ersten Mal On Request Ready aufgerufen. Also wenn der
den die Anfrage bereit ist, wie der Name sagt, dann werden alle registrierten Serverfilter aufgerufen und können dann etwas in dieser Methode machen mit Python Code, also die Anfrage verändern üblicherweise. Ja. Genau. Und dann initialisiert QGIS Server das Projekt, also schaut, welches Projekt wird genau angefragt, gibt ja etwas eine Logik dazu und ist dann gesetzt. Ja. Genau, jetzt die Sache ist, bis vor 3.38 gab es nur on-request-ready und nicht on-project-ready. Tatsächlich möchte man aber oft on-project-ready verwenden, weil man möchte, zum Beispiel, wenn man irgendetwas am Projekt ändern möchte, zum Beispiel möchte einen Layer dynamisch ändern oder eine Layer-Symbolisierung dynamisch ändern, dann kann man eigentlich nur auf das Projekt zugreifen, wenn es auch initialisiert ist im Server. Also dann kann man über QGIS Project Instance normal auf das Projekt zugreifen. Und darum ist das häufig die Methode, die man eigentlich möchte. Und on-request-ready ist nicht ganz obsolet, weil wenn man zum Beispiel in der Anfrage den Map-Parameter ändern möchte, dann müsste man das vorher machen, bevor QGIS Server das Projekt initialisiert. Genau. Und jetzt ohne dieses on-project-ready musste man halt oft in dieses Cache-Objekt von QGIS, man musste irgendwie herausfinden, was ist denn für ein Projektfile. Das Projektfile kann ja verschieden sein und auch SLD übersteuert sein und in der Datenbank und so. Also muss man herausfinden, was ist da angefragt und dann den Project-Cache angreifen und dann dort schauen, ist es schon gecached und wenn es gecached ist, nimm es raus und modifiziere es und sonst schreib es rein. Ja. Genau, also es hat sich verbessert. Genau, und dann kommen wir da weiter. Der QGIS-Server schaut dann, was wird für einen Service angefragt und ruft die Methode Execute Request auf. Genau, es kommt die Antwort, das Resultat. Und hier gibt es einen weiteren Einsprungspunkt und Response Complete. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn man halt die Ausgabe ändern möchte, zum Beispiel ein neues Ausgabeformat oder Get Feature Info anders strukturieren und so weiter, kann man das dort machen. Genau. Genau, dieses On-Send-Response, fragt ihr euch vielleicht, wieso gibt es On-Response-Complete und On-Send-Response? Es gibt der WFS zum Beispiel, der streamt die Daten ja raus, also WMS gibt nur das Bild raus auf einmal, aber der WFS, der sammelt nicht alle Daten und gibt sie erst mal raus, weil dann müssen alle im Speicher sein, sondern der gibt sie so portionenweise raus und wenn man dort reinhucken möchte, dann ist eben dieses On-Send-Response die bessere Wahl. Genau, ja, Filter dann. Einige Beispiele, habe ich gesagt, modifizierte Get-Feature-Info-Antwort. Sehr beliebt ist auch, wenn der Client jetzt zusätzliche Informationen braucht in den Capabilities, die halt nicht drin sind, dann kann man das in den Output von Get-Project-Settings schreiben, weil Get-Project-Settings ist ja nicht standardisiert, Get-Capabilities ist es. Und in Get-Project-Settings kann man dann halt irgendwas reinschreiben und der Client kann das die Information dann auswerten. Zum Beispiel wenn ein Client irgendein Rasterhistogramm oder eine Häufigkeitsverteilung braucht, um einen Slider anzuzeigen oder ein Histogramm, dann könnte das zum Beispiel dort reingehen. Genau. Anderes Beispiel, das ich gemacht habe, ist GeoTIFF-Output für GetMap. Also wird der Output genommen und dann wird noch die Georeferenzierung da GEDAL-mäßig reingeschrieben. Das kann man auch machen. Genau. Dann auch sehr beliebt ist, wenn man jetzt viele Clients fragen teils schon mit Buffer ab und schneiden dann selber ab. Wenn man einen Client hat, der das nicht macht, könnte man im Plugin zum Beispiel beim On-Request-Ready einen größeren Ausschnitt anfragen und dann, wenn die Anfrage durch ist, kann man es wieder abschneiden, das ist so, um so Randeffekte bei Labeln und Punkten zu vermeiden. Genau, oder man kann auch einen Watermark auf Karten zeichnen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen, aber wenn man es jetzt forcieren muss, dann kann man es zum Beispiel in einem Plugin machen. Ja. Genau, die Access Control Filter Plugins sind etwas exotischer. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch keine Anwendung gesehen.
der Anwendungsfall ist, man hat, halt muss so Layer- und Attribute-Permissions durchsetzen. Jetzt ist das also, man macht das häufig, nur noch 5 Minuten. Gut, man macht das häufig vorne dran, jetzt halt mit der Applikation oder im Webserver. Sobald aber die geografische Komponente reinkommt, dann ist es praktisch, wenn man es im Server selber macht, zum Beispiel als Plugin. Zum Beispiel, wenn man sagt, halt, ja, Benutzer A darf in diesem Polygon nicht modifizieren oder in diesem Polygon nicht sehen oder nur mein Polygon und so. Also was geografisch drin ist, ist halt viel besser, wenn es im Server selber ist. Und darum gibt es da diese Hooks. Also, und zwar muss das Plugin dann diese Methoden implementieren, also kann dann zum Beispiel bei Layer Permission sagen, also das Plugin muss selber die Authentifizierung und Benutzerverwaltung machen, aber kann dann bei der Methode Layer Permissions zum Beispiel sagen, nein, darf es nicht, und dann gibt es falsch zurück und dann kann der Benutzer das auch nicht sehen. Genau, und auch bei den Attributen und dem Editieren. Weiteres exotisches Plugin-Art ist dieses Cache-Filter-Plugin. Dort können Cache-Operationen überschrieben werden, also zum Beispiel den Gate-Capabilities kann man modifizieren, Gate-Legend-Graphic-Cache und in WMTS kann man auch, wenn ein Teil angefragt wird, also kann man selber die eigene Cache-Logik implementieren. Wenn ich mich richtig erinnere, in WMTS gibt es sogar keinen eigenen Cache und man muss so ein Plugin schreiben, wenn man es gecached haben möchte. Genau, ein weiterer Typ ist, dass man einen neuen Service als Plugin schreibt. Dazu leitet man eine Unterklasse von QGIS Service ab und registriert die und implementiert die Methode Execute Request. Und dort drin kann man dann alles implementieren, was man möchte. Also, wir sehen das da auf diesem Schema. Genau, also alles, was dann hinten dran passiert, macht dann das Plugin selber und der Cookie-Server kommt dann nicht, macht dann dort nichts mehr. Genau, was kann man damit Tolles machen? Es gibt ein Plugin im Repository, damit kann man ein GeoJSON-File rendern und gibt dann Service gleich Render GeoJSON an. Man könnte zum Beispiel den Cache managen in einem solchen Plugin und könnte zum Beispiel sagen, ja, mach eine Operation, die sagt, ja, lösche alle Projekte aus dem Cache oder nur bestimmte. Oder genau, ja, man kann auch eigene Capabilities zurückgeben. Ja. Man könnte auch zum Beispiel, es gab früher ein Plugin, das einen WPS implementierte als QGIS Server Plugin. Das ist etwas veraltet. Mittlerweile gibt es ein neues Projekt und dort wird aber dann der QGIS-Server von einem Python-Service angesprochen. Ist dann also kein Plugin mehr. Genau, noch ein kleines Side-Thema. Debuggen von Server-Plugins ist ja immer etwas mühsam, wenn man ein Plugin entwickeln möchte. Meistens macht es nicht, was man möchte oder nicht sofort. Und was kann man da machen? Im QGIS Desktop verwende ich häufig da dieses First Aid Plugin, was ein sehr komfortabler Debugger ist mit grafischer Benutzerschnittstelle. Im Server kann ich das natürlich nicht verwenden, ja, und das ist sehr schade. Was kann man machen? Basic, die meisten schreiben halt mit QGIS Message Log, schreiben sie etwas ins Message Log, hallo, Wert ist so und so. Ist natürlich mühsam. Was ich häufig mache, ist da dieses Intermediate. Ich brauche diesen PDB, diesen Python-Debugger, und setze dann den Query-String als Umgebungsvariable und dann kann ich den QGIS-Server auf der Kommandozeile aufrufen. Und dann, wenn PDB startet, dann kann ich dort damit Next die Sachen ausprinten. Das ist eigentlich ein guter. Ja, ist so wie GDB, ja. Genau, also ist eigentlich eine gute Möglichkeit. Nachteil ist halt, der Quellcode muss etwas verändert werden. Man muss in einen Aufruf reinschreiben, wo der PDB dann stoppen soll und wo man dann anfangen kann, debuggen. Aber das ist eine Linie, das ist nicht sehr, sehr tragisch.
Genau. Advanced wäre, das habe ich jetzt noch nie gemacht, es gibt Leute, die backen Kugis-Plugin mit einem Remote-Debugger-Plugin, das dann einen Debug-Client startet und in der IDE ist, wäre dann ein Debug-Server und die kommunizieren dann miteinander, was ja sicher sehr gut und mächtig ist und so, aber ist halt etwas Overhead und Nachteil ist halt, der Quellcode müsste noch mehr modifiziert werden, weil man müsste da diesen Debug-Client starten. Ja, gut, das wäre meine kleine Einführung gewesen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Fragen und Rückmeldungen. Ja, herzlichen Dank an dich, Marco. Es gibt auch ein paar Fragen, es können auch noch weitere gestellt werden. Du hast das GetMapBuffer-Plugin vorgestellt. Und gibt es das erwähnte Plugin irgendwo als Open Source? Ich habe das nicht veröffentlicht, aber es spricht eigentlich nichts dagegen. Ja. Und du hast ja jetzt einiges vorgestellt, also würdest du die Ideen auch der Plugin-Lösung auch veröffentlichen? Ja, ich denke, das spricht nichts dagegen, es war eher Faulheit, dass ich es nicht gemacht habe. Genau, weil da ist bestimmt Interesse da. Gut. Dann ist hier eine Frage, können auch QGIS-Client-Plugins einfach in einem QGIS-Server integriert werden, um zum Beispiel einige Berechnungen als generischen Service über eine standardisierte API zur Verfügung zu stellen? Also ja, das ist eine gute Frage. Generell muss ein Plugin nicht ein Desktop- oder ein Server-Plugin sein, es kann auch beides sein. Muss dann natürlich auch beide Einsprungspunkte implementieren, aber es gibt auch Beispiele, wo zum Beispiel, da gibt es ein Desktop-Plugin, um die Einstellungen zu setzen und die Einstellungen werden dann im Server sozusagen gebraucht oder werden ins Projektfile geschrieben und im Server-Plugin werden die dann ausgelesen und verwertet. Also man kann ein Plugin machen, das beides zugleich ist. Ja. Okay, danke. Ja, hier sind jetzt keine Fragen mehr? Sind vielleicht noch Fragen hier im Raum, die ihr stellen möchtet? Gut, das sieht jetzt erstmal nicht so aus. Ich habe noch eine. Zum Debuggen, kann man das auch im Qt Creator debuggen, so wie den QGIS Desktop ja eben auch? Ja, den QGIS Server selber schon. Also Qt Creator ist super zum C++ debuggen, also den QGIS Server kann man schon im Qt Creator debuggen, einfach die Python Plugins halt nicht. Ja, sonst noch Fragen? Ja, das sieht. Ach, hier vorne ist noch. Ja. Ich könnte noch eine Frage stellen. Genau, du hattest die In- und Output-Plugins erwähnt und im Vortrag davor haben wir ja auch diesen kleinen Mini-Proxy gesehen, der quasi vor dem QGIS-Server setzt. Kannst du was dazu sagen, was warum sinnvoller ist? Also meine erste Idee wäre jetzt auch gewesen, wenn ich eine Änderung vom In- oder Output haben möchte, dass ich kein Plugin schreibe, sondern einfach ein Python oder PHP-Skript oder Java davor setze, was dann den geänderten Request weiterleitet. Das Plugin würde ja ein bisschen anders arbeiten. Und was würdest du da bevorzugen und warum? Also wir brauchen meistens brauchen wir das Rewriting vom Webserver oder zum Beispiel Apache Mode Rewrite, um die URL gegen außen zu verstecken. Das ist eigentlich der einfachste Weg, weil man kann es im Apache-File in ein oder zwei Zeilen kann man das machen. Das braucht am wenigsten Arbeit. Ja. Der Vorteil, wenn man es jetzt über das Plugin machen möchte, der Vorteil ist halt, man kann dort noch mehr, wenn man jetzt eine sehr komplizierte Logik hat, die man nicht mit einem simplen Text-Replace im Rewriting machen kann, dann wäre das ein Vorteil. Ja. Okay, danke. Ja. Ja, wir hätten noch Zeit für eine Frage, falls noch jemand. Ja, die kommt dann von mir. Bietet der QGIS-Server irgendwelche Dashboard-Funktionalitäten, dass ich sehe, wie stark der genutzt wird, welche Services da von Nutzern abgefragt werden? Der QGIS-Server bietet diese Funktionalität nicht, aber ich denke, es gibt genügend bestehende Frameworks, die das so auf Webserver-Ebene dann machen. Ja. Gut, dann nochmal herzlichen Dank an dich, Marco, für den Vortrag.
Wir haben jetzt.